Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin Tag 26. 3. Tag 26. Egal. Gut, wie ihr aus der letzten Folge noch wisst, ich habe die nächsten 2 Tage noch gespielt. Und, ja, von daher weiß ich, dieses Gebiet habe ich damals in 2 Tagen geschafft. Was ziemlich peinlich ist. Ich behaupte, es geht auch in einem. Das Problem war, ich hatte ziemlich viele Kämpfe zu machen und dann musste ich am nächsten Tag einfach nur noch eine Frucht einsammeln und 20 cm weit tragen, so ungefähr. Also ich behaupte, es geht alles an einem einzigen Tag. Deswegen probiere ich das jetzt. Spiel, vielen Dank für diese Chance und danke Capture Card, dass du einfach nicht meine Tonspur aufgenommen hast. Nur dank dir darf ich diesen Tag jetzt nochmal wiederholen. Extra fürs Let's Play. Danke. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also, ersten Plan erstellen. Moment, 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 Moment. Zuerst möchte ich diese Frucht einsammeln. Danach das da. Danach möchte ich hier hinten diese 4 Gegner platt machen. Ich möchte mit Flügel-Pikmin hier hin, um die Früchte rauszuziehen und diese Gegner zu töten. Wobei das wahrscheinlich effizienter ist, wenn ich einfach nur dieses Scheißteil rausziehe und einfach bei denen entlang trage. Es wäre vielleicht leichter und weniger zeitintensiv. Dann verliere ich vielleicht ein paar Pikmin, aber das verliere ich sowieso durch den Kampf. Ich muss hier die Mauer ein... Ich kann das schon sehen? Ah, die Kartendaten werden also gespeichert. Das ist interessant. Also jetzt seht ihr auf jeden Fall, ja, dieses Gebiet habe ich schon komplett aufgedeckt. Liegt einfach daran, weil ich in den 2 Tagen, die ich aufgenommen hatte, also in den Spieltagen, die ich aufgenommen hatte, dieses komplette Gebiet gemacht habe halt. Interessant. Ja, auf jeden Fall brauche ich hier ganz viele Wasser-Pikmin, die ich dann zu Stein-Pikmin mache, die ich dann gegen dieses Viech da werfe und dann, ja, aber da freue ich mich drauf. Das wird ein toller Kampf. So, also Plan. 20 Wasser-Pikmin dahin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Flügel-Pikmin hier. Nehmen wir einfach mal 20 mit. Ja. Wie viele brauche ich hier oben? Dann nehmen wir hier oben 40 blaue mit. Ja, okay. Okay, okay, okay. Erstmal aufteilen. Alfie. Du nimmst dir 20 blaue mit. Ich glaube, die Frucht da oben war 10 schwer. Das sollte also passen. Du gehst jetzt erstmal nach da oben und schnappst dir die gleich. Alf und der Alf und Brittany und der Captain. Charlie. Ihr schnappt euch, was hatte ich gerade gesagt? 20 von euch. Und 40 blaue. Sollte passen. Okay. Ihr geht mal bitte kurz zusammen mit, weil einfach. Deswegen. Nein, komm mit! Oh Gott! Pikminze, please! Seid doch mal ein bisschen intelligent. Ich hatte es ja im letzten Part schon angemerkt, dass es unter Umständen so ist, dass man halt die Information verliert, was die Datendisk enthält, wenn man die Anführer direkt reinwirft. Deswegen immer daneben werfen und reinlaufen. So, wir haben hier die Zwiebelkrabbe. Die Schere besteht aus Kristall. Das habe ich seit der letzten Aufnahme schon wieder vergessen. Gut, danke Spiel. Aber gut, da oben ist sowieso überall Wasser, also ich kann kaum mit den Steinpikmin hantieren. Aber trotzdem, danke für diese Information. Kurz aufteilen. Der Captain. Minus ein blauer Pikmin. Oh Gott, ich hoffe, der wird jetzt nicht gefressen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du gehst schon mal dahin. Brr. Alfie, genau. Ihr geht einfach mal dahin. Und tragt das weg. Und gehst schon mal zurück nach da, weil ich weiß, dass Pikmin gefressen werden. Ziel. Der Captain ist schon da? Hat er sich während der Ruhephase bewegt? Was los? Brittany, du gehst auf jeden Fall dahin. Captain. Captain, oh Captain. Captain, oh mein Captain. Du greifst mal bitte kurz diese Viecher an.
Das wäre perfekt getimed. Brittany ist am Ziel. Okay. Und nochmal dran. Nein! Okay, ich habe einen blauen Pikmin verloren. Den Frosch muss ich definitiv besiegen, weil Frosch gleich doof. Ich hoffe, da kann mir jeder zustimmen. Und den Krebs hatte ich nicht gesehen. Das ist gerade ziemlich gemein. Nein, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Nein! Ach, Pigmünze, wo lauft ihr denn lang? Seid ihr doof? Ja, irgendwie schon, also muss ich gar nicht mehr nachfragen. Moment, wie kann ich nochmal... Wie kann ich nochmal mein Mojo aktivieren? Wie heißt es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Mein... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mann! Das Ultra-Motivier-Spray. Na gut, immerhin ist der Krebs schon mal weg. Das ist, okay. Ausweichen. Please. Dich muss ich auf jeden Fall töten. Komm schon. Komm schon. Stirb. Danke. So. Ihr ganzen Pigmünze, ihr müsst diese Banane einsammeln. Nichts anderes. Und ich bin, glaube ich, hinter dem Zeitplan. So, deswegen, Alfie, schnell, 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 schnell. Und kein Pigment wurde gefressen? Ich habe keine Ahnung. Doch, einer wurde gefressen. Alle blauen. Ja, machen wir so. Alle blauen kommen mit. Und töten erstmal... Alle bitte angreifen. Sehr schön. Habe ich einen Pigment verloren? Nein. Sehr gut. Gut, jetzt könnt ihr da hinten an die Wand gehen. Und hier schon mal einreißen. Ihr Flügelpigmen. Ich muss jetzt mal genau gucken, wo das jetzt ist. Vielleicht konnte ich auch das Ganze einfach direkt an denen vorbeitragen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht geht das ja. Das wäre cool. Ja, komm schon. Und dann trage ich es einfach ganz schnell an denen vorbei. Sollte eigentlich machbar sein. Ja. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, ich habe Zeit gewonnen. Sehr schön. Brittany, du läufst zurück. Natürlich den längsten Weg. Na gut, aber es funktioniert. Also von daher beschwere ich mich nicht. Ihr grabt das immer noch aus. Alfie, das da kaputt machen. Bitte. Ich habe gerade wirklich alle Blauen auf dem Feld, kann das sein? Und wo ist Brittany? Hallo? Brittany? Ah, okay, die war noch gerade im Tunnel. Okay, die Datendisk habe ich eingesammelt. Die Frucht habe ich eingesammelt, das ist okay. Ich habe jetzt gerade keine blauen Pigmen mehr hier, richtig, ja. Ich muss definitiv blaue Pigmen aufstocken. Gut, der Gegner ist unbehelligt geblieben. Oder, ja, zumindest ohne Angriffsfunktion. Punkt, ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ihr kommt wieder schnell her. Ich nehme einfach den Rest von euch mit. So, sollte passen. Ja, yeah, wie auch immer. Ihr geht nach dort. Und ich wusste nicht, dass die Mauer fertig ist. Dann hätte ich jetzt schon längst was gemacht. So, ihr. Okay.
Ich glaube, ich habe gerade jemanden verloren. Also Pikmin verloren. Oder? Ich will keinen Pikmin verlieren. Komm schon. Rette doch einen Kameraden. Sehr gut. Ihr alle. Ihr müsst jetzt mal kurz zu Stein-Pikmin werden. Oder zumindest 20 von euch. Nein. Ich will nicht pflücken. Ich will die Pikmin da reinstupen. So. Sollte soweit passen. Ja. Sehr schön. Du hilfst jetzt einfach mal kurz mit. Charlie? Okay, Charlie ist fertig. Charlie kann zurückgehen und gleich mal die Pikmin Zeug machen lassen. Keine Ahnung, was für Zeug, aber Zeug. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir das Ganze aufteilen. Erstmal müssen die Stein-Pikmin ganz viel Zeug kaputt machen. Also ganz viel Zeug kaputt machen, in dem Sinne, dass dieser Kristall komplett zerstört sein muss von dem Viech. Kriegen wir hin. Würdet ihr bitte alle wieder herkommen? Danke. Wäre toll. So. Alle ran mit euch. Das war nicht so schlau. Aber egal. Das hat gereicht. Immer erst um den Stein kümmern. Alles andere ist erst nebensächlich. Denn wir haben... Wir haben genügend Zeug schon abgemacht. Sehr gut. Gut. Das bedeutet für uns, wir können jetzt wieder mit den Steinpigment abziehen. Brittany nimmt ihr Angriffssquad und basht einfach mal richtig drauf. Moment, sehe ich das richtig, dass ich auch nur mit den Flügelpigment angreifen kann? Das wäre doch gerade eigentlich schlau. Ein blauer geht bitte weg. Ich will keine Pigment, unnötigen Pigment verlieren. Kommt bitte alle her. Und Angriff. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Und noch ein Angriff. Dann ist er tot. Juhu! Es hat funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Ihr Flügel-Pikmin, nehmt einfach mal das hier mit. Ostu! Ostu! Süß. Und ihr blauen Pikmin... Ihr dürft jetzt mal bitte ein bisschen von eurer Kultur wiederherstellen. Ich werfe gerade die falschen... Nee, ich werfe gar nicht die falschen. Ihr tragt bitte einfach mal das weg. Und der noch dran. So, Brittany und ihre 24 Flügel-Pikmin gehen jetzt zurück an den Stissel. Und... Boah. Ihr kümmert euch auch darum, dass... der Weg frei ist. Im Sinne von, dass da Leute durchpassen. Und im Sinne davon, dass ich mehr Pikmin von euch brauche. Und ich sollte mich wirklich gerade mehr um Alf kümmern, weil der noch eine Aufgabe hat. Der muss nämlich seine 20 Stein-Pikmin nochmal zurück in Wasser-Pikmin verwandeln. Wir haben einfach viel zu wenige von denen. Wird schon passen. Die machen das. Brittany, wo gehst du lang? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wo du lang gehst. Bitte komm mit. Hehehe, okay. Ihr da, kommt mit. Und der Captain ist ja noch hier. Okay. Triebe. Ich denke, die lasse ich bis zum Schluss einfach drin, weil... Ja, dann habe ich vielleicht nochmal eine Chance auf ein paar schnellere Pigminze. Wäre schön. Frucht erhalten. Gott. So. Jetzt habe ich schon einige. Aber ich brauche noch mehr. Was war da gerade los? Was hat Brittany gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen. Muss mir gleich eine Aufnahme nochmal angucken.
einer da rein und dann müssen die Zwiebeln verschwinden. Ja, und ich glaube, ich warte hier bis zum Schluss, damit möglichst viel dabei rauskommt. Nein, Brittany hat alles ausgepflückt. Nein. Du Idiotin. Okay. Tötet mal ein bisschen. Nein, ihr solltet anvisiert bleiben. Okay. Ich würde behaupten, das schaffen die. Oder auch nicht. Weil sie sich ein bisschen dämlich anstellen, die blauen Pikmin. Okay. Sie haben es geschafft. Jetzt müsst ihr es nur noch abtransportieren. Dann bin ich stolz auf euch. Ich frage mich gerade, wo diese ganzen Pikmin sind, die ich angeblich noch... Nee. Ich hab's alle. Sehr schön. Ich habe auch meine 20 Pikmin hier, die du automatisch ausgepflückt hast. Danke, Alfie. Ich wollte warten. Damit Dingenskirchen und so. Versteh das doch. Oh. Egal, dann geh halt einfach zurück. Ist eigentlich vollkommen egal, wo du bist. Nein! Captain, hör auf! Böse. Alle Pikmin wegstecken. Oder ich kann den. Kann ich hier noch mehr ansammeln? Nee, gerade nicht. Gut, dann bleiben wir einfach mal so bei dem hier. Okay, 5 Früchte haben wir eingesammelt. Das ist, glaube ich, auch alles gewesen, was ich hier einsammeln wollte. Jetzt muss ich mal nochmal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwo eine Datendisk, die ich übersehen habe? Eventuell. Da ist eine. Das ist nicht so gut, weil ich da relativ schlecht hinkomme. Außer ich kann da einen Anführer hochwerfen. Das bezweifle ich aber irgendwie stark. Wie ging das nochmal? Ich musste hier gelbe Pikmin draufwerfen, damit ich da weiterkomme. Richtig? Ich brauche alle 3 Anführer dafür. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Muss ich jetzt ernsthaft wegen dieser Datendisk nochmal ins Gebiet? Moment. Das will ich gerade nicht wirklich akzeptieren. Schnappt euch mal 5 schnellsten. Sprintet mal kurz bitte dahin. Nee, das bringt mir. Ja. Sprintet einfach mal kurz bitte dahin. Alf muss ja sowieso nochmal nachziehen. Wo auch immer der gerade ist. Aber der kommt schon noch. Da ist er. So. Alfie, alles gut bei dir. Nicht da lang. Das wird nix. Das wird 100 pro nix. Alfie, zieh die Früchte der heutigen Tagesarbeit. Jetzt, ruf doch! Nein! Jetzt, nein! Beweg dich, verdammt nochmal! Ah! Nein! Datendisk, bleib bei mir! Da, Captain, flieg und sieg! Nein! Und da habe ich Pikmin vergessen, das ist doof, lalalala, lalalala. Ah! Okay, 100% sind es jetzt nicht gewesen. Ich bin gerade ein bisschen sauer auf mich.
Warum habe ich damals die Disk nicht mitgenommen? Ich glaube, ich habe die damals schon gesehen. Warum habe ich das nicht gemacht? Ah! Böser Michel. Das ist ganz... Ah! Egal, wir haben was Neues entdeckt. Bin mal gespannt darauf. Kubidos Granate. Ich habe keine Ahnung, was Kubidos bedeutet, aber egal. Kirsche. Lecker. Kirschsaft. Kirschbananensaft. Geil. Dann haben wir hier noch eine Poetenfrucht. Eine Popofrucht. War gerade perfekt gedreht. Ach, egal. Dann haben wir hier noch... Noch mehr Zeug erstmal. Okay. Komme ich mit klar. Und dann haben wir hier eine... Zuckertropfenfrucht. Teil. Dingenskirchen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Entweder eine Zitrone, eine Guave oder... Ich weiß es nicht. Zuckertropfen. Süße Frucht wohl eher. Ein Scherzmond. Grinsebacke. Nee, ich bin traurig. Traurig, dass es nicht geklappt hat. Und er gibt auch nochmal gute eine Einheit. Eine gute Einheit. So wollte ich sagen. Egal. Das passt schon. Zwei Einheiten? Also so fruchtig ist eine Banane nun auch nicht. Aber wenn du meinst, Spiel, ist in Ordnung. Eine Wachmacherknolle. Ich keine Ahnung warum. Schon wieder eine Popofrucht, auf jeden Fall. Und wir sind bei 60 Einheiten. Ach du Heilige. Ich bin mal gespannt, wie viel wirklich möglich ist. Dann lassen wir es uns mal schmecken. Macht das. Ganz Gäuschen und leer. Nur noch 59. Nein. Ich würde sagen, unsere Vorräte dürften noch ein Weilchen reichen. Ja, halt noch 59 Tage. Ich glaube nicht, dass ich so lange brauchen werde. Hoffe ich. Da gehen die Pikmin runter, da gehen die Pikmin runter, da gehen die Pikmin wieder hoch. Schön, und heute nur 21 verloren. Das ist in Ordnung. Das ist schwer in Ordnung. Ja, das passt. So. Tja, Abschlusswort hat Alf. Und diese verdammten Daten, das nerven mich wirklich. Das ist... Ah. Rote Pikmin sind feuerresistent und zeigen keinerlei Furcht im Umgang mit Flammen. Im Vergleich mit anderen Pikmin sind sie sehr gute Kämpfer. Wenn man ihre Gesichter sieht, sollte man nicht annehmen, dass sie so gut im Kämpfen sind. Fast wie beim Captain. Der Captain ist gut im Kämpfen? Okay. Na gut, dann wissen wir wenigstens wieder was Neues. Ist auch in Ordnung. Ah ja, Speichervorgang. Gut, damit ist der Tag 26 endlich vorbei. Und ab sofort ist es endlich wieder blind. Halleluja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Also freut euch auf den nächsten Part. Bis dahin und ciao, ciao.